Mahlzeit zusammen, 30 Grad. Wir sind Hallo. Im Holiday World. Wir wollen euch gerne mal das Holiday World vorstellen. Und zwar haben wir ganz bewusst jetzt diese Uhrzeit gewählt um die Mittagszeit, oder? Wie spät haben wir es eigentlich? Halb drei. Hier ist kein Mensch in der Gastro-Ebene hier. Hat den Vorteil, dass wir hier in aller Ruhe mal ein bisschen filmen können, euch das alles zeigen können. Der Nachteil ist, das sieht halt nicht belebt aus und man kann im Detail nicht sehen, wie die Restaurants wirklich aussehen. Aber wir möchten euch das gerne mal zeigen. 2020 mit Corona wurde das Holiday World hier saniert. Und der Gastrobereich hier im oberen Bereich des Holiday World wurde komplett neu gestaltet. Man hat also hier verschiedene Sitzbereiche. Und der Gastrobereich, der schließt sich dann hier an. Und der Gastrobereich heißt Nomad Gastromarket. Und da gibt es alles, was das Herz begehrt an Fastfood natürlich. Ob mexikanisch, ob italienisch. Hawaiianisch. Alles Mögliche. Alles, alles, alles. Ich habe gesehen, eine Tür ist auf, da können wir vielleicht mal reinluschern. Ja, hier gibt es dann auch, also diese beiden kleineren, wie nennt man das denn? Häuser? Stände. Das ist auch Essen und Trinken. Ja, einmal ist das Eis da hinten. Die 18 Uhr kann man was essen. Ja, bis in die Nacht. Ja. Also das ist wirklich gelungen, muss ich wirklich sagen. So rein optisch ist das wirklich ganz klasse geworden. Oh ja, guck mal, Burger, kann man doch ein bisschen was sehen. Bier. Können wir einmal rumgehen. Alles Mögliche gibt es hier. Und hier kann man schon witzige Abende verbringen. Hier ist es sehr unterhaltsam. Hier ist oftmals gute Musik, auch oft Live-Musik. Hier sind Hawaiianer. Und übrigens, wir sind ja gestern durch den China-Markt in San Fernando gelaufen. Da hat jemand geschrieben, das ist Werbung und das ist gar nicht gut für unsere kleinen Unternehmen hier. Wir wollten gar keine Werbung für den China-Markt machen. Wir wollten euch den nur vorstellen. Und ich meine, ich habe sogar gesagt, Elektrogeräte würde ich dann nie kaufen. So, und bevor irgendwann jemand sich jetzt wieder aufregt, auch hier wollen wir keine Werbung machen, wir wollen lediglich einmal hier euch das zeigen. Das Holiday World vorstellen, mehr nicht. Genau. Thai, das ist ja unser Essen. Genau. Wir waren hier auch schon mal, naja, Essen kann man ja nicht sagen. Wir haben es ein bisschen durchprobiert. Ja, hier. So ein paar Kleinigkeiten und naja, also die Atmosphäre ist jetzt besser als das Essen, wollen wir das mal so sagen. Für uns. Für uns. Wir gehen nochmal zum Spielebereich, ne? So ist es. Oder was ist Spielebereich? Zu dem eigentlichen Kinderbespaßungsbereich. Übrigens ist hier auch ein Fitnesscenter drin, das ist ganz gut besucht. Zumindest bekommt man vormittags und tagsüber schwer hier draußen einen Parkplatz. So, und auch hier können wir alles in aller Ruhe filmen und müssen nicht die Kamera immer wegdrehen, weil da Menschen gezeigt werden. Also diverse Fahrgeschäfte. Nachts ist das Riesenrad beleuchtet, das sieht immer sehr, sehr schön aus. Genau. Und hier ist auch immer richtig Remi-Demi, wir können das nämlich bis bei uns zu Hause hören. Was aber nicht schlimm ist. Nö, so schlimm ist das nicht. Ja. Guck mal, da hinten ist das Fitnessstudio. Ich glaube, es ist auch ein Schwimmbad sogar. Also das Holiday World ist eigentlich nicht zu übersehen hier in Maspalomas. Das liegt genau im Ortsteil Campo Internacional. Mittendrin. Mittendrin. So, hier ist das Fitnesscenter. Das ist auch immer ganz gut besucht, ja, wie du eben schon gesagt hast. Ja. Und ist sehr beliebt. Also ich kenne einige, die gehen hier sehr, sehr gerne hin.
auch alles neue Geräte. Ich glaube sogar hier oben kann man schwimmen gehen. Was haben wir hier? Im Konzert auch. Also hier gibt es dann auch Live-Musik, ja, am 27. August. Das haben wir übrigens auch schon mal live mitbekommen, wenn dann abends hier Musik gemacht wird. Wirklich eine schöne Stimmung. Ja. Hier ist natürlich irre laut. Hier sind ganz viele Familien mit Kindern. Das ist ja ganz klar bei dem Spielebereich für die Kleinen. Und die Spanier mögen das, sie leben das richtig. Und so sieht das aus. Übrigens hat mich auch jemand angeschrieben in den Kommentaren zu einem Video, das ich heute Morgen gemacht habe, ob man in Campo Internacional gut wohnen kann, also eine Dauermiete. Das kann ich, wie gesagt, überhaupt gar nicht beurteilen, weil ich diese ganzen Anlagen, diese ganzen Bungalow-Anlagen, die das hier gibt, die kenne ich natürlich alle gar nicht im Detail, weil ich da auch gar nicht reinkomme. Die sind ja alle verschlossen. Auch bei uns in der Bungalow-Anlage kommt man ja nur mit dem Schlüssel rein. Und unsere beiden Maklerfreunde, der Kai Derichs und der Marc Heidenthal, die sind ja beide schon so lange auf der Insel, die kann man eigentlich alles fragen. Wer kann mit wem nicht in welcher Anlage, wer ist gerade im Streit mit wem und worum geht's da? Darf man da grillen, darf man da nicht grillen? Das wissen die alles. Also bitte an Fachleute wenden, genau, wenn es um solche Fragen geht. Und das ist auch so hier. Hier gibt es ja auch Bowling. Das wollen wir auch immer noch mal machen. Steht auf der Liste. So, und dieses Etablissement, so will ich das mal nennen, wird auch sehr häufig für Kindergeburtstage genutzt. Ja. Hier hat man, glaube ich, sogar Werbung. Nee. Aber irgendwo habe ich das mal gesehen, mit Kindergeburtstag. So, hier ist wahrscheinlich ab 90 cm muss man erst zahlen. Kann ich mir vorstellen, ich weiß es nicht. Kann man auch Karaoke machen, Schatz. Wo, echt? Ja. Oh, da muss ich hin. So, hier haben wir dann den Gaming-Bereich. Habe ich auch noch nicht gesehen. Okay. Ein Shop. Und den Workshop. Was ist hier? Auch für die Kleinsten. Kinderkarussell. Ja. Also auch Fahrgeschäfte. Ja. Mit Dach über dem Kopf. Ja, die Dinger kenne ich auch noch. Da musste man immer unglaublich vorsichtig mit den Fingern sein. Das ist auch von Architektur, ich finde das stylisch ganz schön gemacht. Hat unglaublich gewonnen. Ja. Das sah wirklich schon sehr, sehr abgeranzt aus, ja. Und die haben es ganz geschickt gelöst, weil gerade im Corona-Lockdown. Aber guck mal, hier sind ständig Veranstaltungen. Kubanische Nacht am Samstag, den 27. mit Salsa. Guck mal. Ja. Was haben wir hier? Billardtische. Und Tischfußball. Also Tischfußball. Billardtische, eine Sportsbar, was macht man in der Sportsbar? Billardspielen. Und Fernsehen gucken, glaube ich, ne? Fußball gucken, glaube ich. Ich war noch nie in der Sportsbar. Man weiß es nicht.
Tja, wenn das Geld ausgeht, kein Problem. Gleich drei Geldautomaten nebeneinander. Hier haben wir dann auch nochmal Gastronomie im Außenbereich, hier direkt am Bürgersteig. Also man muss auch sagen, das wird gut angenommen. Ich weiß auch gar nicht, wie das angenommen wurde, als das noch so Schrott aussah. So, und hier haben wir ein Casino. Ich weiß nicht, ob das ein Casino ist oder ob das nur so heißt. Also auf jeden Fall darf man hier erst ab 18 rein und tatsächlich hier wird gezockt. Ja, genau. Also wenn der Parkplatz hier draußen belegt ist. Man kann durchaus in die Tiefgarage fahren. Ja. Also kann man mal machen, wenn man hier ist. Ja. Wie gesagt, besonders auch mit Kindern. Die finden das mit Sicherheit mega. Frage ist natürlich auch, was das kostet. Aber ja, ihr seid ja alle ganz schlau und wisst ja, wie man jetzt das Holiday World im Internet findet, indem ihr einfach Holiday World Maspalomas eingebt und da werdet ihr dann sicherlich auch etwas über die Preise erfahren. Ja, das weiß ich auch nicht, was das so kostet. Es war mal so, das hatte ich mal irgendwo gesehen, dass in der Vergangenheit war es glaube ich so, dass man als Erwachsener in diesem Fahrgeschäftbereich nichts zahlen musste. Nur die Kinder mussten zahlen, weil erfahrungsgemäß ja wir auch nicht damit fahren. Und das hat sich wohl glaube ich geändert, die Preispolitik. Man zahlt jetzt auch als Großer. Obwohl man da vielleicht nicht mitfährt, aber ihr informiert euch einfach im Internet und dann wisst ihr, wie es geht, genau. Was das kostet. Alle sollen ihr Geld verdienen. So ist es. Tja, kurzes Video. Genau, wir fahren jetzt einkaufen. Wir fahren einkaufen, wünschen euch noch einen schönen Tag. Genau. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.